Am 26. und am 27. August 2017 hatte ich einen Bücherverkaufstisch auf der FARC im Saarland. Die FARC, das ist das Fantasie- und Rollenspielkonvent. Eintritt ist frei, aber jeder Besucher kann eine oder sollte eine freiwillige Spende abgeben. Und am Ende werden die gesammelten Spenden dann an wohltätige Zwecke übergeben. Soweit ich weiß, ausschließlich für Kinderprojekte. Ja, und ich war da vertreten mit einem Tisch, hab da einige Hände geschüttelt, jede Menge tolle Leute getroffen. Und da zeige ich euch mal ein paar Bilder. Am Tag davor, am Freitag, da war ich bereits da und habe meinen Tisch aufgebaut, das ganze Zeug dahin geschleppt. Natürlich darf das Schild glitzerfreie Zone nicht fehlen. Ja, und habe da das Gröbste eigentlich schon mal hingeschafft. Ja, und der Messe-Samstag, der war dann prall gefüllt mit Besuchern. Auch in der Reading Hall war einiges los. Und ja, ich konnte ein paar Bücher verkaufen, da habe ich mich sehr darüber gefreut. Auch die Bloody-Bag-Aktion, die ich über Facebook gemacht habe, kam sehr gut an. Sehr viele Leute kamen da vorbei und haben sich eins abgeholt. Ja, und da seht ihr mich an meinem komplett aufgebauten Tisch. Wie ihr seht, ist das schon ein bisschen was, ne? Neben den Büchern jede Menge Kleinkram. Und wie ihr seht, viele Besucher gehabt, jede Menge Gespräche geführt, ganz viel Spaß gehabt und auch vor allem neue Leser generieren können, sag ich mal, die mich da halt entdeckt haben das erste Mal und sich ein Buch von mir gegönnt haben. Eine Hardcover-Ausgabe von Blut gegen Blut, meinem Debütroman. Messe-Sonntag war dann nicht mehr ganz so viel los, aber da habe ich auch nochmal ein paar Bücher verkauft und jede Menge tolle Leute getroffen. Alles in allem war die FARC für mich eine sehr, sehr tolle Erfahrung, ein voller Erfolg. Und 2019, wenn die nächste Messe sein soll, werde ich auf jeden Fall wieder dabei sein und freue mich natürlich auf jede Menge Besucher aus dem Saarland oder auch aus anderen Bundesländern. Ja, vielleicht treffen wir uns ja auf der nächsten FARC, würde mich sehr freuen. Tschüssi!